Also 70% Ballbesitz bringt im Augenblick gar nichts, vor allem keinen Startplatz in Qualifikationsrunde 3 zur neuen Champions League-Saison. In der Addition nach wie vor Düdelingen 1-0 vorne. Joachim, der Mann, der das Tor geschossen hat, und dann spielt er den 25. Steinmetz frei. Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Der vierte Konter ist gesessen. 26. Spielminute. Salzburg 0-1 zu Hause in Rückstand. Unfassbar. Da war alles schon passiert. So frei kann er da angespielt werden. Ich denke, das war alles sauber. Naja. Ganz bitter. Ganz bitter. Dann spielen die das auch clever fertig. Mendes ist den Schritt zu spät. Dann traut sich auch Ilz Anker nicht entschlossen, nach rechts zu drüben gehen, nach rechts zu gehen, weil natürlich auch links drüben dann einer frei wäre. Das war Mühle auf, Mühle zu. Und das haben sie schlussendlich im Finish ganz fein fertig gespielt. Mit dankenswerter Red Bull-Unterstützung. Düdelingen führt in der Addition 2-0 und hat das Auswärtstor. Also, ganz einfache Fußballarithmetik. Salzburg benötigt jetzt mindestens 3 Tore. Ein 2-1 wird nicht mehr reichen. Es muss mindestens ein 3-1 werden. Gelb gegen Jantscher und gegen Sofiane Bensouillon. Tja, da lacht sich jemand aber schwer ins Fäustchen. Der hat das Tor gemacht zu Hause in Luxemburg. Und Thierry Steinmetz hier in Salzburg. Und das ist der Ausgang. Also schnell, wichtig. 28. Minute. Jantscher. 1-1. Mendes, ein bisschen Glück hier mit dabei, ein bisschen Ballglück mit dabei. Ich glaube, dass das Zuspiel schlussendlich gar nicht von Mendes kommt, dass da noch ein Spitzler mit dabei war von einem Luxemburger Verteidiger. Und damit jetzt zumindest schnell ein kleines Erfolgserlebnis hier. Aber die Situation in Summe jetzt immer noch deutlich schlechter als vor 3 Minuten. Jakob Jantscher. Ein bisschen hat hier Mendes seinen fürchterlichen Doppelschnitzer vor dem 0-1 mitmachen können, indem er hier maßgeblich mitbeteiligt war an der Vorlage. Jakob Jantscher. Oh, mit Glück das 2-1. Martin Hinteregger, 37. Minute. Da hat er lange zugesehen, irgendwie, als hat er den Ball nicht richtig kommen sehen. Und dann ploppt er doch noch so irgendwie auf den Boden und rollt ins Tor. Keiner kommt mehr hin, keiner kann den Ball mehr bremsen. Und viel Speed hat er nicht gehabt. Was ist da genau passiert? Der fällt ihm auf den rechten Oberarm. Der fällt ihm auf den Oberarm hier. Er hat ihn angelegt. Naja. So kurz ist die Distanz nicht. Das sind 6-7 Meter. Er sieht ihn zwar nicht kommen. Es war keine Absicht. Er macht auch keine Bewegung in die Richtung. Aber
ein Grenzfall. Ich möchte nicht sagen, ein klares Handspiel, aber ein Grenzfall. Sieht den Ball nicht kommen, weil vor ihm verdeckt ist. Er hat die Hand angelegt. Und nur weil er daraus ein Tor macht, hat das nichts zu tun mit der Regelauslegung. Weigel, Mendes. Nein, nein, das war dann von Hierländer auch ordentlich gedrückt und geschoben mit dem Rücken. Und Janča ist ein Tick schneller. Schubert, Meierhofer! Meine Güte! Was verstolpert denn der da? Ja, kurze Kontrolle. Ein Blick auf den Rasen, der war es nicht. Sogar ein echter Maulwurfhügel wäre hier keine Ausrede gewesen. Dieses Tor muss er machen. Aus 6-7 Meter. Der zweite Versuch geht sich nicht aus. Zuerst die tolle Parade von Joubert. Die landet aber genau vor den Beinen von Meierhofer. Und zum Glück für Düdelingen nur vor den Beinen und nicht vor dem Kopf von Meierhofer. Eieiei. Und er muss noch zittern. Roger Schmidt. Ich denke, die Herausnahme von Meierhofer war wohl nicht ursächlich mit der verstolperten Riesenchance, sondern dass es die Salzburger Mannschaft nicht verstanden hat, ihren 2-Meter-Mann mit Flanken über die Seiten entsprechend häufig zu versorgen. Eigentlich gar nie. Joachim, das gibt's ja nicht! 2:2 in der 48. Minute. Die schlafen da hinten drinnen schon wieder. Und dass der schießen kann, das ist doch bekannt. Und damit sind die Salzburger wieder weit, weit weg im Augenblick. 2 Tore weg von Runde 3. Wieder Ulmer billig ausgespielt dann hinterher. Ulmer gegen Hinterecker, der Haken, der Schuss ganz trocken. Das ist einfach auch dann schlussendlich gut gemacht. Der Fehler vorne, dann gut ausgespielt. Ein Haken vorbei an Hinterecker, ein trockener Schuss. So super kann der abziehen. Aurelien Joachim macht sein 6. Tor in dieser Champions League-Qualifikation. Und das ist eine ganz kalte Dusche, denn jetzt wird es dann richtig eng. Jetzt geht es mit dem Nervenkostüm bestimmt nicht. Flugs nach oben bei den Salzburgern, das muss man wegstecken. Das ist jetzt auch nicht mit Selbstvertrauen gespielt, und das gibt es nicht. Steinmetz erzielt hier das 3:2. Und jetzt sind die Salzburger so gut wie draußen. Da braucht man sich nichts vormachen. Thierry Steinmetz trifft im Doppelpack für Düdeling, für Luxemburgs Meister. Er hat das 1:0 gemacht und hier mit einem trockenen Schuss außer Distanz. Da kommt wieder Joachim an den Ball. Schwegler spielt schlecht hinaus. So, jetzt sind es 30 Meter, ein Haken, Mendes leicht ausgespielt, jetzt sind es vielleicht noch 25 Meter. Dann trifft er ganz präzise, nicht allzu scharf, dieser Schuss. Hier Länder den Schritt zu spät, und dann sind sie gut genug. Sie sind gut genug, um das zu vollstrecken, zu verwerten, was ihnen angeboten wird. Und das ist heute mehr als genug. Internationales Gala-Buffet hier. Für einen Underdog, für einen echten Fußballzwerg, der zu einer Riesensensation hier ausholt. Und zu einer, ja, sag's noch einmal, Katastrophe, zu einem totalen fußballerischen Kollateralschaden für den österreichischen Fußball. Ja, und womöglich werden wir uns dieser schrecklichen Stümperei noch einmal, ja, das ist abseits, das ist ganz klar abseits. Ja, das ist gelb. Sofiane Bensouillard
Da sind nur 6.000 im Stadion, 6.500. Das hat jeder gehört, diesen Pfiff. Und ja, der hat schon gelb gehabt. Und das ist gelb-rot, genau. Da war eine gelbe mit dabei. Aber jetzt kann es gehen. Jetzt aber. Wieder nicht. Zarate. Und noch einmal und Elfer, jawohl. Also. Und Hau Ruck, kein Schütze her. Janschard, aber er übernimmt die Angelegenheit. Und zwar flott und zackig. 78 Minuten sind gespielt. 3 Tore müssen her. Aha. Cristiano da Silva übernimmt. Naja, da kommt die Schere von Ben Bayal gegen Zarate. Diesmal diskussionslos. Das lässt auch nicht alles schön mit einrichten. Cristiano da Silva gegen Joubert. Als Ben Bayal gelb gesehen hat, müsste eigentlich für dieses Foul nebensächlich. Cristiano, der muss sitzen. Und tut das auch. Also, 80 Minuten genau absolviert. 3:3, der Ausgleich ist einmal geschafft. 3:3. Und noch 2 Treffer müssen her. Noch 2 Tore. Ah, wuchtig, den knallt er drauf. So, war das noch einmal die Initialzündung für die totale Offensive. Also, 3 Minuten werden ja bestimmt eingespielt, vielleicht 4, dann sind das jetzt noch 12, 13 Minuten. Mendes, schnell spielen. Schön, Zarate, Zarate! Jawohl! Keine Minute hat's gedauert! Keine Minute! Er holt den Elfer heraus. Er macht hier den Anschlusstreffer. Jetzt sind die Salzburger wieder vorn. Zumindest einmal in diesem Spiel. Aber ein Tor muss immer noch her. Mendes, schön gespielt. Einmal hat's geklappt. Feine Mitnahme. Ein Haken und ganz sauber abgezogen. Perfekter Schuss. Gonzalo Zarate, der Argentinier, macht hier dieses ganz wichtige, schnelle 4:3. Und jetzt braucht Salzburg nur noch einen weiteren Treffer. Nur noch ein 5. Tor. Kann ja nicht so schwer sein, 5 Tore gegen Amateure. Kann doch nicht so schwer sein. Playoff. Und jetzt kommt Düdelingen in Runde 2. Düde irgendwas. Kaum zu glauben. Die 5 Minuten sind vorbei. Die sind vorbei und das ist der Schlusspfiff. Und die Peinlichkeit ist perfekt. Der Chef zieht von dannen. Das ist ein grausamer Abend hier heute gewesen in Salzburg. Die Salzburger gewinnen gegen Düdelingen mit 4:3. Und sind mit einem Gesamtscore von 4:4 ausgeschieden. 8 Österreicher in der Startformation. 4 Tore erzielt, alles hat nichts gereicht. Das war schlichtweg zu wenig. Täuschende Vorstellung, das ist keine Qualität. Und das ist eine ganz bittere Blamage. Die bitterste auf Clubebene in der österreichischen Fußballgeschichte und zugleich der größte Erfolg für die Luxemburger, die sich erstmals für eine 3. K.O.-Runde qualifizieren. Aber unglaublich. 0-1 hinten, dann später 2-3 hinten. 2 rasche Tore noch von Janča und Hinteregger. Gegen Ende der ersten Hälfte haben nicht den Umschwung gebracht. Der frühe Ausgleich war sowas wie der Knack. Knackwatschen. Der Genickbruch in dieser Partie. Also, das war's von mir. Schlusswort haben unten Bernhard und der Herbert.